Im Konflikt zwischen Großbritannien und Russland um den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Doppelagenten in England stellen sich die USA hinter Großbritannien. Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates machen die USA klar, dass sie ebenfalls davon ausgehen, dass Russland für den Angriff verantwortlich sei. Wir haben kein Vergnügen daran, Russland dauernd zu kritisieren. Aber Russland muss aufhören, uns so viele Gründe dafür zu liefern. Russland muss vollständig mit den britischen Ermittlern kooperieren und reinen Wein einschenken, was sein Chemiewaffenprogramm angeht. Russland weist die Vorwürfe, hinter dem Anschlag zu stehen, weiter zurück. Es gebe keine Beweise dafür. Der russische Ex-Doppelagent Sergei Skripal und seine Tochter waren im englischen Salisbury vergiftet worden. Die britische Regierung hatte Moskau ein Ultimatum gestellt, sich zu dem Fall zu äußern. Moskau ließ die Frist verstreichen. Wir sprechen nicht die Sprache von Ultimaten und wir lassen es auch nicht zu, so angesprochen zu werden. Großbritannien hat wegen der Affäre unter anderem 23 russische Diplomaten des Landes verwiesen. Das russische Außenministerium hat rasche Vergeltungsmaßnahmen angekündigt.